shit. Ponytail took the club, man. In the underworld, the rumor is that it was Ponytail who killed Smiley Cat and turned him into cat food. Maybe he can help you, if you talk him into it. Natürlich, die sind überall. Im Hintergrund tanzen die anderen einfach. Den Rauswerfer finden. Ponytail is back. We can't resist him. You're going to die slow this time, Sam. Ach wirklich? Ich glaube ja nicht. Denn das war's schon mit dir. In den VIP-Bereich. Where's Ponytail? What kind of name is that? You humans have the most fucked up names. You again? This never ends. Oh. Komm schon! Ab in die Musikbox! Ponytail. What are you gonna do? Kill me? Yes. No. I'm gonna cut you up and feed you to the fish. You'll be stuck here, Ponytail. Just another powerless, hungry ghost. You shit, Shen. Or you tell me how to beat Smiley Cat. Then I'll send you back to where you belong. Even in death, you break balls. Burn him. Burn the body. What body? You ground him up for cat food. Most of him. Uncle Poe had me save Wu's pinky finger to guarantee he'd get no rest in the afterlife. Where is it now? It's in a red vase at the temple in North Point, where we used to swear in new members. Burn it, and you'll be able to send him back. I'll see you in hell, Weishan! Friedhof der Kuscheltiere. Bericht besessene Schläger. Dämonen sind in North Point erschienen. Es hört sich doch nach einem Plan an. Besessene Schläger. Die 18K konnte sich nicht gegen Smiley Cat und seine Verbündeten aus der Unterwelt behaupten. Berichten zufolge ist die ganze Triade unter deren übernatürlichen Kontrolle. Wo sie nicht tot sind, können diese Schläger als Teil von Smiley Cats Armee gesehen werden.
töte sie, sobald sie in Sichtweite sind. Ist irgendwie nett, dass diese Sachen immer auf dem Weg sind. Finde ich ja gut. Im Tempel von North Point ist der kleine Pinky Finger von Smiley Cat. Aber den werden wir sicherlich nicht ohne irgendwelche Probleme bekommen. Ins Portal. Und das war's erstmal mit dem Portal. Geister und Co. Neovir halten. Keine Ahnung, was wir hier alles für Achievements bekommen und was wir hier alles erhalten. Diese Autos habe ich zwar noch nie gehört, aber sicherlich nichts Interessantes. Der Tempel von North Point. Here we go again. Sollte sie wahrscheinlich einfach machen lassen. Wir gehen hier hoch zum Tempel. It's about time you got here. This is what revenge looks like, Shen. I have a thousand years of dead soldiers at my command. Son on ye killed me once, they won't do it again. Erstmal das Portal schließen, das ist das Wichtigste. Ab in den Gong mit die Junge. Das war mies. Jetzt aber. Your sister waits for you in Hell Way, Shen. Come with me. Say hello. Lass meine Familie da raus. Junge. Armbrecher. Huh?
in den Gong. Als ob jetzt doch nochmal ein Portal offen ist. Haben wir's? Und der nächste. No! Was soll das denn jetzt? Ich möchte eigentlich hier mal jemand hier in den Topf werfen. Was auch immer das bringen soll. Es ist einfach nur Wasser. Aber okay. Wahrscheinlich hört ihr, wie ich mega auf die Tasten des Controllers rumtippe. Aber anders kann man es eigentlich gar nicht machen. Also fuck. War es das jetzt endlich? Was ist das mit Smiley Cat? You all right? Is he gone? Not quite. Noch nicht ganz. Ah, der Finger verbrennen. Ew. No. Back to hell. SP-Last is Smiley Cat. No! Burn in hell, motherfucker. Enjoy it, old friend. Shall we finish that date? Oh, yes. What? Okay. Verbanden, Chef.
Berichts, meine Cat, der Jiangshi Hut ist im Hauptspiel verfügbar. Glückwunsch zum Verbannen von Smiley Cat. Sie können jetzt weiterspielen, um alle verbleibenden Inhalte und Herausforderungen absolvieren. Das war's schon mit dem kurzen, schnellen, knackigen DLC. Smiley Cat, ein ehemaliger Vollstrecker der Sanon Yi, der bis zu seinem Tod als Big Scar Wu berüchtigt war. Der ausgewiesene Psychopath wurde vor 20 Jahren auf Befehl des Grand Dragon Onkel Po ermordet. Um ein Zeichen zu setzen, drehten ihn seine Mörder durch den Wolf und verarbeiteten ihn zu Smiley Cat Katzenfutter. Crazy shit. Dies stellte sicher, dass seine Seele niemals Ruhe finden würde und bescherte ihm in der Unterwelt einen neuen, weitaus weniger bedrohlichen Spitznamen. Smiley Cat. Okay, die Schreine werden uns jetzt angezeigt. Finde ich gut. Dann klappen wir die doch ganz kurz noch ab. Dann war es das wirklich wahrscheinlich schon mit dem kleinen süßen DLC von Sleeping Dogs. Interessante Story. War mal was ganz anderes. Hat mich auch ein bisschen irgendwie an Saints Row erinnert, da sie auch irgendwie dort, glaube ich, Saints Row 4 ist das. Da geht es ja auch so um übermächtige Sachen. Ich dachte eigentlich, das wäre es gewesen mit dir. Nicht. Und wieso bin ich jetzt hier, wenn wir diesen Schrein schon haben? Naja. I don't know. Hey, what can I do for you? Zeig mal her. Okay, das sind doch alles Autos, die wir schon kennen. Den Bam Bam Club Schrein haben wir auch schon eigentlich. Ist das jetzt ein Bug oder zeigt das mir bloß Schreine an, die wir schon haben? Ich glaube, das zeigt mir bloß Schreine an, die wir schon haben. Vom Nachtmarkt muss doch einer sein. Ansonsten schaue ich mir gleich nochmal eine Map an, weil ich... Ja, mittlerweile ist ein bisschen ausgelutscht hier bei Sleeping Dogs mit dem Sammeln von diesen Schreinen. Von daher, schaue ich mir kurz eine Map an. So, weiter geht's in der Suche von den Hell Shrines, wie sie schön auf Englisch heißen. Ich habe mir da eine Karte rausgesucht, die mir die Standorte zeigt. Ich möchte das eigentlich bloß machen, damit wir auch hier 100% haben. Ja, spannend ist jetzt nicht wirklich viel mehr als sonst. Von daher mache ich das eigentlich einfach ganz kurz. Dann haben wir den. Die zwei haben wir hier. Dann fängt uns hier einer noch. Drei Stück. So denke ich nicht mehr allzu lange dauern. Bis wir das hier fertig haben. Ansonsten gibt es da glaube ich nichts anderes hier zu sammeln. Diesem DLC.
War wirklich eine interessante Story. Hat sich eigentlich recht gut gespielt. War kurz und knackig. Nicht zu lang, finde ich gut. Und hat einfach ein bisschen Abwechslung hier mit ins Spiel gebracht. Mit diesen Geistern hier. Bada boom, bada bam. Dann haben wir auch den. Dann fällt uns hier noch einer. Und dann noch hier. Dann haben wir es dann gleich. Ich hoffe mal, hier gibt es auch ein Achievement. Aber ich denke schon. Denn Sleeping Dogs baut ja sehr auf diesen Achievements eigentlich auf. Ja, dann ist doch noch der letzte. Ist ja auch sehr interessant, dass das Spiel bei mir auf dem Monitor irgendwie anders aussieht als bei OBS. Also die Farben sehen ganz anders aus. Vielleicht liegt das am HDR vom Monitor, I don't know. Dort. Wir waren wieder schon mal hier. Kommt schon, mach kein Drama draus. Gehört in die Unterwelt. Und nichts anderes. Höllengeld. Wieso Geld? Ah, weil man Coins reinschmeißt deshalb. Hätte ich mir auch denken können. Naja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch ganz kurz noch an, was wir hier für ein Outfit bekommen haben. Weil wir ja irgendein Outfit freigeschaltet haben, das jetzt auch im Hauptspiel verfügbar ist. Interessiert mich jetzt schon noch, wie das aussieht. So, ich denke mal, dass es ein Outfit ist. Fast auf den Esstisch gesprungen. Schade, gab es jetzt hier nicht irgendwie so eine End-Credits
So, das ist einfach, glaube ich, das Outfit hier. Ja, gut. Egal, somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Sleeping Dogs. Albträume in North Point oder so ähnlich. Wir haben hier alles erledigt, was es, glaube ich, zu erledigen gibt. Ja, irgendwie kann man hier nicht auf die Stats gehen. Gehackte Kamera 26. Nahkampf-Upgrades 10 von 12. Irgendwie kann man hier nicht auf die Stats gehen. Nee. Das nimmt irgendwie einen anderen Speicherstand. Egal. Auf jeden Fall eben, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Sleeping Dogs. Albträume in North Point. Und ich würde sagen, wir wachen jetzt wieder auf.